Morgen, Leute. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ihr glaubt gar nicht, wie müde ich bin. Das ist nicht meine Uhrzeit zum Aufstehen. Normalerweise stehe ich mindestens eine Stunde später auf. Und ich bin richtig müde und mir ist gerade richtig kalt. Und ich muss aufstehen und ich möchte nicht. Hilfe. Ich habe jetzt gestern Abend hier schon mein Outfit rausgesucht und das werde ich jetzt als erstes mal anziehen. So sieht mein Outfit jetzt angezogen aus. Es ist zwar ziemlich basic, aber ich mag es trotzdem gerne. Und jetzt werde ich mich als nächstes mal hier an meinen Schminktisch setzen und mich schminken. Ihr habt es wahrscheinlich gerade schon in der Szene gesehen. Wir haben eine neue Kamera und das ist mein erstes Video jetzt, was ich damit drehe. Währenddessen ich mich jetzt hier ein bisschen fertig mache, erzähle ich euch mal, warum ich überhaupt so früh aufstehen muss. Und beachtet nicht mein ungemachtes Bett. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, natürlich. Also, das liegt daran, dass ich heute mit der Berufsschule einen Ausflug mache. Ausflug? Also, das ist jetzt kein Spaßprogramm, sage ich jetzt mal. Wir haben nämlich jetzt ein Projekt zusammen mit einer Firma gestartet. Also, mit unserer Jahrgangsstufe. Also, wir sind ja aktuell in der Mittelstufe. So heißt das bei uns, wenn man im zweiten Lehrjahr ist. Und mit der Parallelklasse zusammen machen wir das Projekt jetzt. Und wir fahren heute diese Firma besuchen. Und diese Firma ist ohne Stau etwas über eine Stunde entfernt von mir. Und da bei uns richtig Stau ist mit Berufsverkehr und Baustellen, habe ich jetzt eine Stunde 45 eingeplant. Weil heute kann ich schlecht zu spät sein. Und normalerweise habe ich dienstags immer Homeschooling und kann schön bis 7:30 schlafen, weil um 8 erst die Schule beginnt. Ich finde das richtig frech, dass wir das am Homeschooling-Tag machen und nicht, wenn wir eh schon Präsenz haben. Oh, ich finde das richtig, richtig blöd. Aber naja, ich habe übrigens mir gestern bei DM einen neuen Concealer gekauft. Den werde ich jetzt mal ausprobieren. Ich hoffe, die Farbe passt überhaupt. Ich habe das nur an meinem Handgelenk probiert, ob die Farbe passt. Oh, hier ist noch ein Krümel. Und genau, ich mache mich jetzt, wie gesagt, dafür gerade ein bisschen fertig. Schminki, schminki. Eigentlich schminke ich mich ja nicht so sehr, aber für sowas schminke ich mich dann doch morgens. So, Freunde der Sonne, ich bin jetzt fertig geschminkt. Ja, jetzt sehe ich schon mal wieder ein bisschen normaler und ansehnlicher aus. Aber bis ich meine normale Gesichtsfarbe wieder kriege, das dauert noch ein bisschen. Vor allem, wenn ich so früh aufstehe, sehe ich mal aus, als wäre ich von den Toten aufgestanden. Also ich bin so blass. Also das ist meine Heizung, die gerade das Geräusch gemacht hat, falls ihr es gehört habt. Wir haben nämlich jetzt kurz nach 6 und dann geht die immer an die Heizung bei mir. Genau, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Ich habe nämlich heute mich ein bisschen mit meinen Wimpern gezankt, weil die wollten nicht so, wie ich wollte. Jetzt sehen sie aber auch noch doch noch einigermaßen okay aus, aber dementsprechend habe ich heute 5 Minuten länger gebraucht, als ich eingeplant habe. Deswegen muss ich mich jetzt beeilen, werde schnell runterdüsen. Ja. Ich mag es einfach nicht, mich zu schminken, vor allem nicht um die Uhrzeit. Also es gibt Mädels, die haben wirklich Spaß jedes Mal beim Schminken. Ich bin keine davon. Ich mag es, wenn es für Partys oder so ist. Aber dann plane ich auch genug Zeit ein und nicht so morgens im Stress. Ich bin jetzt gerade schon am Frühstücken und mache mir mein Essen für den heutigen Tag. Denn das habe ich gestern ganz vergessen zu machen. Normalerweise mache ich das immer schön abends. So, jetzt putze ich mich noch schnell die Zähne und dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Ich habe jetzt gerade schnell mein Bett gemacht und jetzt muss ich noch meine Rollläden hochmachen und dann habe ich hier alles auch schon fertig. Oder kommt gerade ein Auto lang gedüst? Genau, jetzt ist nämlich mein Zimmer direkt wieder aufgeräumt. Außerdem muss ich jetzt noch schnell meine Tasche packen, nur das Wichtigste rein, damit die nicht so schwer ist. Also muss ich gefühlt erstmal die Hälfte hier raustun. Tasche ist gepackt, ich bin fertig angezogen und werde jetzt mal schnell losdüsen. Ich habe nämlich noch vom Zeitplan her eine Minute, bis ich im Auto sein will. Und schaut mal, wer hier ist. Hallo, ihr süßen kleinen Mäuse. Hallo, ihr süßen kleinen Mäuschen. Ich befinde mich jetzt im Auto und werde jetzt mir eben mein Navi im Handy einstellen und dann losdüsen. Ich bin euch ehrlich, ein bisschen aufgeregt bin ich jetzt, dorthin zu fahren. Ich hasse es nämlich, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich noch nie war und wo man auf Google Maps schon keine guten Parkplätze sehen kann. Aber mein Papa meint, bei einer Firma muss man eigentlich gut parken können. Ja, ich werde jetzt eh wahrscheinlich erstmal 1,5 Stunden oder so fahren mit Stau.
Dann schauen wir mal, aber ich bin ein bisschen aufgeregt. 2000 Jahre später. Also, ich bin jetzt fertig mit der Schule, so gesehen. Also mit dem Ausflug heute. Und mein Schneesäcke geht genau jetzt auf. Aber mehr dazu erzähle ich gleich. Ich sitze jetzt schon wieder im Auto und werde jetzt erstmal nach Hause düsen. Aktuell sagt mein Auto, dass ich eine Stunde fahre, also recht schnell. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Und genau, ich habe mir auch zum Glück heute Morgen noch einen Red Bull eingepackt. Das werde ich jetzt erstmal trinken, denn ich muss sagen, ein bisschen müde bin ich vom frühen Aufstehen. Ich bin zu Hause angekommen. Die Rückfahrt war auch viel, viel besser. Aber jetzt habe ich ja eh ein bisschen Zeit mit euch zu quatschen. Ich wollte das einfach mal erzählen, wie so mein Vormittag jetzt verlief. Also heute Morgen um 6:30 bin ich ja losgefahren oder kurz nach 6:30. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, da hatte ich nochmal kurz im Auto gefilmt gehabt. Jedenfalls ist diese Firma ohne Stau, also diese Firma, wo wir heute unseren Projekttag hatten, beziehungsweise Ausflug hatten, ist halt ohne Stau eine Stunde ungefähr von mir entfernt. Und da bei uns aber so extrem viele Baustellen sind und dementsprechend super schnell sich Stau bildet und wegen Berufsverkehr ja eh oft Stau auf der Autobahn ist, habe ich halt 45 Minuten Stauzeit noch eingeplant. Letztendlich hatte ich nur 20 Minuten Stau, aber es hat sich so viel länger angefühlt. Also das war, heute war echt so ein nerviger Stau. So manchmal ist es ja noch entspannt und so, aber heute war irgendwie so, die Autos sind die ganze Zeit hin und her und keine Ahnung, es war irgendwie ein bisschen wild, wenn ich das so beschreiben kann. Und ja, es hat sich auf jeden Fall viel länger angefühlt. Also ich war 5 Minuten auf der Autobahn und war dann schon im Stau, wo normalerweise um die Uhrzeit noch kein Stau auf diesen Straßen ist. Aber gut, ich glaube, ich habe dann Zeit ein bisschen rausgeholt, wenn dann keine Geschwindigkeitsbegrenzung oder so war, bin ich dann natürlich dementsprechend ein bisschen schneller gefahren. Da habe ich dann Zeit wieder rausgeholt. Und ich war dann auch viel, viel früher da. Also um 7:45 wollte ich eigentlich ankommen. Habe mir aber, wie gesagt, ja Stauzeit einberechnet. Und genau, um 7:45 war halt die Treffpunktzeit. Und um 8:30 hat das Ganze begonnen. Also diese Führung so gesehen. Und ich war um 7:47 schon da. Und ich war die allererste. Und ich weiß gar nicht, ob ich es heute Morgen erzählt habe. Ich habe mir keine Gedanken eigentlich über die Fahrt gemacht, sondern nur über die Parkplatzsituation. Ich weiß nicht, warum ich das habe, aber ich denke immer drüber nach, kann man da gut parken, kann man da nicht gut parken? Und ich habe auf Google Maps schon gesehen, dass es ein bisschen komplizierter werden könnte mit dem Parken. Und ich bin da dann in diese Straße rein und es war wirklich, wirklich sehr, sehr abgelegen. Und es war eigentlich auch nur die ganze Zeit 30 und eher so ein Kaff. Also es hört sich jetzt böse an, als es ist, aber es war schon hardcore, die Straßen und so da teilweise. Ich meine, ich wohne hier auch mitten im Dorf, aber bei uns sind die Straßen einfach nicht so kompliziert. Und ja, aber ich habe es ja letztendlich geschafft und dann komme ich da so an oder bin bei der Firma angekommen und die Firma hatte keine Parkplätze, beziehungsweise nur ganz wenige und ein Besucherparkplatz war noch frei. Und da habe ich mich jetzt nicht getraut, als allererste das hinzuparken, weil ich dachte, vielleicht parken da ja die Lehrer. Letztendlich hat da doch eine Schülerin dann geparkt, die mutig genug war, sich dort einfach hinzustellen. Und ich wollte dann halt an der Straße parken, weil ansonsten gab es keine Parkplätze. Aber entweder war Halteverbot oder eine Einfahrt oder ein Tor oder diese gestrichelten Linien auf dem Boden, die ja heißen, dass man auch nicht da parken darf. Und dann habe ich irgendwann halt, habe ich wieder gedreht und habe dann doch ein bisschen weiter weg von der Firma geparkt. Was heißt ein bisschen weiter weg? Ich bin 30 Sekunden dann Bürgersteig gelaufen und dann war ich auch wieder da. Aber ja, da war nämlich noch ein wirklich safer Parkplatz frei. Letztendlich haben die eh alle im Halteverbot geparkt, weil wir waren so viele Schüler da, so viele Autos konnten da gar nicht mehr parken, aber ich habe nicht im Halteverbot geparkt, ich habe niemanden zugeparkt oder so, ich habe mir also noch einen guten Parkplatz doch gespottet und ja, war letztendlich sehr froh, als ich dann heile und gut angekommen bin, war schon direkt ein bisschen kaputt, weil wie gesagt die Autofahrt recht anstrengend war und wegen dem ganzen Stau und dem ganzen Verkehr. Und ich war aber auch sehr froh, dass dann 2-3 Minuten später direkt schon 2 Mädels aus meiner Klasse dort auch angekommen sind. Dann war ich nicht so alleine. Und genau, ansonsten ja, haben wir uns halt wie gesagt mit dem Chef von der Firma getroffen, also mit dem Geschäftsführer. Und der hat uns erstmal ein bisschen erklärt, was in seiner Firma so passiert und so. Und wir machen nämlich gemeinsam mit denen ein Projekt. Dann haben wir noch ein paar Fragen gestellt für unser Projekt und so. Und genau, dann war der Tag auch schon vorbei. Also ich glaube, um kurz nach 12 bin ich
da ins Auto gestiegen. Jetzt haben wir 2:30 und bin jetzt wieder zu Hause. Also die Rückfahrt war auch viel, viel angenehmer. Ich bin nicht mal eine Stunde gefahren. Das war richtig gut. Ich hatte gar keinen Stau. Und bei der Rückfahrt ist eigentlich auch fast alles offen, außer halt bei den Baustellen natürlich. Und es war so praktisch, weil ich bin halt dann natürlich was schneller gefahren. Ich mag es auch gerne, schnell zu fahren. Und die Autos haben mich einfach so entspannt die ganze Zeit dann vorgelassen. Also sind dann rechts gefahren und danach wieder links gefahren und so. Also es war wirklich sehr, sehr angenehm. Deswegen war ich jetzt auch recht zügig zu Hause. Ja, das war jetzt so mein Vormittag. Ich bin aber jetzt stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe, gemacht habe und wieder Erfahrungen gesammelt habe. Ich habe ja noch nicht so oft so lange Strecken irgendwie mit Autos gemacht. Was heißt lange Strecken? Aber einfach so Strecken, die ich halt noch nicht so gefahren bin oder wo ich nicht weiß, wie was abgeht da. Aber es hat wie gesagt ja alles sehr, sehr gut geklappt und ich bin happy und genau, jetzt bin ich froh, dass ich wieder zu Hause bin und bin auch froh, dass ich aber gerade meinen Red Bull im Auto hatte, weil ich war echt müde, muss ich sagen, auf einmal dann so gegen 11:30 oder so. Aber jetzt geht es mir wieder richtig gut, ich bin richtig fit und habe sogar jetzt viel mehr Zeit, als ich dachte, weil ich viel früher zu Hause bin. Und ja, warte jetzt aufs Mittagessen, meine Mama kocht nämlich netterweise schon. Ich habe mir gerade mal die Videoaufnahme von vorhin angeguckt, also wo ich euch das alles erzählt habe. Erstmal sorry, dass es so lang war und ich so viel hin und her und durcheinander gesprochen habe. Also meiner Meinung nach war es so. Und sorry, dass ich mir so oft durch die Haare gegangen bin. Irgendwie, wenn ich länger in die Kamera rede, brauche ich irgendwie eine Beschäftigung. Und keine Ahnung, heute waren es scheinbar die Haare. Aber was ich euch jetzt eigentlich nur zeigen wollte, die Post war da und ein Paket kam für mich an. Ich habe zum ersten Mal bei Lounge bestellt. Ich bin jetzt mal sehr gespannt und genau, werde das jetzt mal auspacken. Dieses Set habe ich hier mir nämlich bestellt und ich finde, die Farbe sieht richtig, richtig, richtig schön aus. Das Essen ist einfach immer noch nicht fertig. Deswegen werde ich jetzt schon mal schnell eine Kooperation vordrehen. Manche Kooperationspartner wollen nämlich vorab schon die Story oder die Post zugesendet haben, um zu kontrollieren, ob es denen gefällt. Deswegen muss ich jetzt unter anderem für einen noch was vordrehen. Ich hole jetzt schon mal das Paket und mache das jetzt mal schnell. Wenn ich die Stories dann abgedreht habe und geschnitten habe, muss ich die natürlich noch bearbeiten hier auf Instagram und dann sende ich die einfach meinen Kooperationspartner zu. Zum Beispiel habe ich jetzt hier für Lieblingsfoto gerade was abgedreht. Dort habe ich schon öfters bestellt und jetzt, heute ist diese Leinwand auch angekommen und ich finde sie einfach so wunderschön. Zum Beispiel habe ich aber auch schon mal dieses Foto hier bestellt und auch schon mal andere Leinwände, aber das haben bestimmt schon mal ein paar auf Instagram mitgekriegt. Die Story habe ich jetzt zum Beispiel so bearbeitet und jetzt kommt noch der Rest dran und ich muss noch ein Bild für einen Post machen. Das Essen ist jetzt endlich fertig. Aua! Robin! Oh Mann, ich wurde abgeworfen. Nur Tempo, stell dich nicht an. Trotzdem. Das werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal essen. Das ist Reis mit einer Soße, Möhren und Lachs. Ich habe fertig gegessen und jetzt werde ich mir als nächstes ein Auto für den Stall raussuchen, denn für mich geht es jetzt in den Stall. Und Leute, mein Kleiderschrank ist so unordentlich. Schaut euch das mal an. Das ist ein bisschen peinlich, das zu zeigen. Die Bellamy werde ich heute nur longieren, deswegen habe ich mir jetzt hier einfach einen Pulli, eine Leggings und meine Winterjacke rausgesucht als Outfit, weil muss ja nicht irgendwie zum Pferdeoutfit oder so passen. Zieht ihr euren Schmuck eigentlich immer aus für den Stall? Also ich ziehe sowas wie Uhr. Und wenn ich Armbänder anhabe, meine Armbänder immer aus. Aber sowas wie Kette und Ohrringe lasse ich halt drin. Aber hier, was alles an meinen Arm ist, muss ich einfach vorher ausziehen, weil ich kann das irgendwie nicht. Ich bin im Stall angekommen, aber es zieht sich einfach gerade so zu. Der Himmel ist so dunkel. Es soll jetzt bloß nicht regnen, wenn ich longieren will. Ich habe gar keine Lust, jetzt gleich draußen im Regen zu stehen. Sieht man das auf der Kamera, wie dunkel es gerade wird? Das finde ich gar nicht cool. Hallo Bellamy. Hallo. Hallo hübsche Maus. Warum wird es hier gerade so dunkel? So jetzt hier. Jetzt schafft die Kamera es wieder mit Licht. Hallo. Ich hole mir jetzt erstmal das Halfter. Jetzt geht's aber ab mit den Viren. Eigentlich wird immer nur die Bellamy. Ne? Weil du jetzt einen Apfel möchtest und genau weißt, dass du jetzt einen Apfel von mir auch kriegst. Das mit einer Hand zu machen, ist ein bisschen schwer. Wie kriegt man das noch hin? Hallo? Hallo, Hübchenmaus? Hallo? Hier dein Apfel. Ja,
Ich habe der Bella mir jetzt die Hufe ausgekratzt, aufgeheftet und hier am Putzplatz angebunden. Und sie soll nicht eine. Hey, was machst du für Randale? Ich glaube, es gibt gleich Futter, deswegen sind die Pferde hier gerade ein bisschen wild in der Stallgasse. Aber ja, ich wollte eigentlich nur sagen, dass die Bella mir heute ein Kuschli ist. Ist das eine Kuschelmaus heute? Ich habe jedenfalls schon hier mein Putzzeug geholt und werde jetzt auch anfangen, Bellamy zu putzen. Und als erstes mache ich übrigens immer Manspray hier in den Schweif, denn dann kann das schon mal schön einwirken, währenddessen ich den Rest putze. Und ich muss auch sagen, ich benutze jeden Tag Manspray. Bellamy ist fertig geputzt. Ich habe jetzt gerade noch von der anderen Stallgasse, wo meine andere Sattelkammer, wo mein anderer Spind ist, noch schnell die Longi-Sachen geholt. Und jetzt mache ich sie fertig, in der Hoffnung, dass es wirklich nicht regnet. Also das ist meine größte Sorge gerade. Wir sind ready. Wir gehen jetzt wie immer erstmal ein paar Runden um den Hof Schritt, laufen uns hier also ein bisschen warm. Danach geht es ins Roundpen und danach beginnt dann die Arbeit. Also Bellamy ist auf jeden Fall heute gut motiviert und hat richtig Bock, was zu machen. Das freut mich natürlich, wenn sie so schön motiviert ist. Für Bellamy habe ich jetzt das Solarium angemacht, denn sie hat doch ganz schön geschwitzt heute, aber war beim Longieren echt super drauf, ne? Hat richtig gut zugehört, war richtig schön motiviert. Genau, und währenddessen jetzt hier die 16 Minuten laufen, räume ich hier alles auf, mache alles sauber. Und mach vor allem mein Pferd wieder sauber. Ich weiß nicht, ob man uns erkennt, aber ganz schön dreckig. Das heißt, da muss ich jetzt einmal auch die Beine abspritzen. Ich muss die Bellamy jetzt eben noch füttern. Also sie kriegt jetzt ihr Zusatzfutter nach der Arbeit. Und dann noch schnell eindecken und dann bin ich fertig. Tschüss, Bellamy. Süße kleine Mausi. Jetzt kann man sich nur aufs Fressen konzentrieren. Nur schmeckt auch zu gut. Als ich jetzt gerade aus dem Stall gekommen bin, habe ich mich direkt in bequeme Klamotten geschmissen. Und sorry, dass ich so hell bin, das liegt hier an dem Schminktisch licht. Ich werde jetzt versuchen, ein bisschen zu lernen. Habe mir jetzt hier schon alles bereitgelegt, was ich brauche. Für alle, die es nämlich nicht wissen, ich habe Ende Februar meine erste Abschlussprüfung. Früher hieß es Zwischenprüfung. Mittlerweile ist es aber die erste Abschlussprüfung, weil sie 25% zählt. Deswegen, ja, werde ich jetzt mal anfangen müssen zu lernen, auch wenn ich keine Lust habe. Schaut mal, meine Mama hat mir gerade mein Abendessen hochgebracht, was sie für mich gemacht hat. Ich habe auch einen Tee dabei. Sehr, sehr lieb auf jeden Fall von ihr. Das werde ich jetzt essen, währenddessen ich weiter lerne. Nach dem Lernen habe ich jetzt gerade bestimmt nochmal fast eine Stunde oder eine Stunde. Wir haben jetzt gerade 19.05 Uhr gelesen und ich bin durch mit dem Buch leider. Ich habe es mir erst letztens... Geht's euch gut? Ich habe mir erst letztens, als ich in der Stadt war, dieses Buch geholt und ich war so süchtig danach, dass ich es einfach schon fertig gelesen habe. Es hat irgendwie, glaube ich, 530 Seiten circa, aber es war so, so gut. Also für alle, die gerne so Liebeszeug lesen, kann ich das ja auf jeden Fall empfehlen. Und genau, jetzt gerade habt ihr ja schon gesehen, dass die Mädels auch unbedingt in mein Zimmer wollten. Die sind die ganze Zeit gegen meine Tür gelaufen, aber Bailey ist gerade beleidigt, weil sie nicht auf mein Bett darf. Ich mag das auch nicht so. Bailey. Bailey. Ja. Ihr seht gerade so lustig aus. Ich könnte jetzt eigentlich noch richtig produktiv sein. Ich habe nämlich jetzt noch circa 1,5 Stunden Zeit, bis mein Freund kommt. Und ich müsste zum Beispiel mein Badezimmer oder mein Zimmer putzen. Ich mache das ja immer einmal die Woche und ich glaube, heute oder morgen vor einer Woche habe ich das zuletzt gemacht. Das heißt, es wäre jetzt wieder dran. Aber ich bin euch ehrlich, ich bin so müde. Habe eigentlich gerade gar keine Lust. Ich bringe jetzt erstmal hier die Sachen vom Essen, vom Abendessen jetzt wieder runter, seit ich das schon mal aufgeräumt habe. Räume dann noch meinem Schminktisch meine Schulsachen weg, dass mein Zimmer schon mal aufgeräumt ist für gleich. Und dann schaue ich mal, ob ich mich noch motiviert kriege. Ich könnte aber zum Beispiel auch das Geschenk für meine beste Freundin einpacken und noch eine Kleinigkeit für sie vorbereiten. Mal schauen, ob ich das heute noch mache oder was ich von den ganzen Dingen noch mache. Ja, am liebsten würde ich jetzt einfach nur Insta oder YouTube schauen, aber eigentlich ist es dumm, weil man könnte jetzt noch sagen, man ist noch 1,5 Stunden produktiv und dann ist Feierabend. Hallo, schade, dass man von euch jetzt nicht so lustige Weitwinkelaufnahmen machen kann. Aber ihr seht so auch schon sehr lustig aus. Amy,
Wie siehst du so aus? Hey, hallo. So, ich schmeiß euch jetzt raus. Weil ich werde jetzt auch rausgehen, also werde ich euch jetzt rausschmeißen. Also, ich habe mir einen Lappen geholt und werde es jetzt durchziehen. Ich werde mindestens jetzt das Badezimmer schon mal putzen. Ich hatte auch erst überlegt, den Kuchen für meine Freundin zu backen. Die feiert nämlich jetzt ihren 18. Geburtstag mit uns Mädels rein. Und da muss ich noch den Kuchen backen, den ich geholt habe, beziehungsweise den ich ihr machen möchte. Aber ich glaube, wenn ich das jetzt um 20 nach 7 machen würde, würden meine Eltern mich killen, weil die jetzt schon Fernsehen gucken. Deswegen habe ich mich entschieden, dass ich jetzt wenigstens ein Zimmer schon mal putze, weil ich weiß, dass die nächsten Tage super stressig und voll bei mir werden. Und deswegen ziehe ich das jetzt einfach durch, weil ich brauche eh für ein Zimmer nur 20 Minuten. Dann kann ich jetzt auch eben noch 20 Minuten mich zusammenreißen. Mein Badezimmer ist jetzt fertig geputzt. Ich habe jetzt auch noch frische Handtücher natürlich hingehangen. Mir ist ein kleiner Unfall dabei passiert. Und zwar bin ich hier mit dem Nagel so frontal gegen die Wand. Man hat es so ganz laut geknackt und es tut so höllisch weh. Ihr glaubt es gar nicht. Nicht Wunder, meine Nägel sind echt rausgewachsen. Ich habe jetzt zum Glück in 2 Tagen einen Termin. Beziehungsweise eher in 1,5 Tagen, wenn man so richtig mit Zeit rechnet. Ich weiß gar nicht, man sieht es, glaube ich, kaum. Hier dieses hellrosane, das ist das, was jetzt so abgebrochen ist. Und es tut einfach richtig höllisch gerade weh. Leute, ich weiß gerade nicht, ob ihr mich versteht. Ich spreche mal extra laut, aber ich putze tatsächlich gerade noch mein Zimmer. Ihr glaubt es mir gar nicht, wie happy ich bin, dass ich durchgezogen habe. Wir haben jetzt 20 Uhr und ich habe einfach beide Zimmer geputzt. Und jetzt kann ich wirklich sagen, ich habe heute viel geschafft und kann Feierabend machen. Und damit es so richtig gemütlich wird, mache ich mir jetzt auch mein Zimmer gemütlich. So, mache hier meine Lichterkette an. Meine LEDs an. Oh, LEDs an. Licht aus natürlich. Und dann mache ich hier mir. Oh Gott, ich weiß nicht, wie unordentlich das ist. Ich filme mal nicht rein. Mache ich hier noch meine Kerze an. Die habe ich übrigens unter anderem zu Weihnachten bekommen. Jetzt ist es richtig schön gemütlich in meinem Zimmer. Und jetzt freue ich mich auch schon auf einen Fernsehabend. Mein Freund ist gerade auf dem Weg zu mir und genau, ich glaube, wir werden jetzt erstmal ein bisschen zusammen lernen, weil er schreibt morgen Klausur und er hat mich heute gefragt, ob ich ihn ein bisschen abfragen kann. Ja, schauen wir mal, ob er da noch Lust zu hat. Wir haben nämlich jetzt schon kurz nach 9, aber genau, er kommt jetzt zu mir, dann gucken wir ein bisschen Fernsehen, vielleicht lernen wir noch und dann geht es auch gleich schon ab ins Bett schlafen, weil ich bin noch ziemlich müde und bin froh, wenn ich endlich schlafen kann. Gelernt haben wir jetzt nicht mehr zusammen. Wir haben entweder am Handy gechillt oder den Film geguckt. Und jetzt bin ich im Bad, denn ich muss mich hier noch abschminken, Zähne putzen. Und währenddessen lernt mein Freund jetzt nochmal, beziehungsweise guckt sich die Sachen nochmal an. Deswegen bin ich jetzt schon ins Badezimmer geflitzt und mache mich jetzt unready. Da immer so viele Fragen, zeige ich euch mal eben. Also das hier benutze ich immer für meine Wimpern zum Abschminken, weil ich benutze ja immer nur wasserfeste Wimperntusche. Damit funktioniert das richtig gut. Und dann nochmal für allgemein, hier dieses Micellenreinigungswasser, ist fast leer, aber ich habe schon neues gekauft. Meine Skincare besteht einfach nur aus diesem Balea-Reinigungsschaum und der Nivea-Creme. Mehr mache ich tatsächlich nicht. Jetzt komplett fertig fürs Bett und bevor ich jetzt zurückgehe und schlafen gehe, ich muss ja morgen leider wieder arbeiten, wollte ich mich jetzt hier bei euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen und genau, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ich würde mich sehr über ein Abo und über einen Daumen hoch freuen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare mal Videowünsche oder so reinschreiben, falls ihr welche habt. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!